Eine Gemeinde sollte lebenswert sein. Eine Gemeinde sollte liebenswert sein und in einer Gemeinde sollte Nachhaltigkeit großgeschrieben werden. In der Marktgemeinde Mooskirchen ist all das der Fall. Und vor allem in puncto Nachhaltigkeit wurde in Mooskirchen, wenn man es so will, ein neues Zeitalter eingeläutet. Denn vor wenigen Tagen wurde zur offiziellen Eröffnung des neu gebauten Heizhauses geladen. Seit einigen Jahren trage ich mich mit dem Gedanken, die Befeuerungsform in unserer Schule bei der großen Heizanlage zu ändern. Aus dem Grund, weil ich weiß, wie viele Landwirte, wie viele Rohprodukte da hier vorhanden sind, die man natürlich verwenden kann. Aber da bedarf es immer der entsprechenden Umsetzungsmöglichkeiten, der Modalitäten und auch der Überzeugung, dass die Entscheidungen zu treffen haben, in die richtige Richtung gebracht werden. Und das haben wir geschafft, Gott sei Dank, ein bisschen mühevoller Weg, aber das ist einfach so. Vielleicht ist es sehr gut gewesen, dass es länger gedauert hat und dann aber in der Umsetzung ganz rasch gegangen ist. Und ich bin heute sehr dankbar, dass es so gekommen ist. Derzeit ist es so, dass wir mit dem Heizhaus momentan nur das Schulzentrum beheizen. Es ist allerdings daran gedacht, wie der Herr Bürgermeister schon vorhin näher erläutert hat, auch Interessenten im nächsten Umfeld in Zukunft mit dieser Biowärme zu versorgen. Derzeit werden praktisch vom Schulzentrum 60.000 Liter Öl im Jahr durch Hackschnitzel substituiert. Beziehungsweise noch dazu unterstützt von der Sonne durch die Solaranlage, die ja uns das ganze Jahr über Energie liefert, aber speziell in den Sommermonaten dazu dienen soll, dass wir praktisch keine Hackschnitzelanlage in Betrieb haben müssen. Nicht nur die Leistung des Heizhauses ist aber enorm, sondern auch die extrem kurze Bauzeit. Wir haben vielleicht 11 Wochen Bauzeit vom Beginn bis zum Ende gehabt, dass die Anlage in Produktion gehen konnte. Das ist unglaublich, aber ist dann möglich, wenn vieles aus einer Hand kommt, wenn alle, die hier zu tun haben, das Ziel haben, relativ rasch und gut umsetzen zu können. Und was, glaube ich, schon auch ein Schlüssel zum Erfolg ist, dass hier viele einheimische Firmen tätig gewesen sind, ausschließlich aus der Region, und dass man auch ausschließlich österreichisch gefertigte Produkte hier verwendet hat. Unter den Ehrengästen befand sich auch Landesrat Johann Seitinger, der für das Projekt nur lobende Worte fand. Ich muss einmal zuallererst dem Bürgermeister und der Gemeinde gratulieren zu diesem Heizhaus. Das ist ein wohlweislich zukunftsfähiger Schritt, den Sie hier gesetzt haben. Es geht um die Versorgungssicherheit, die wir in Zukunft ganz deutlich ansprechen müssen. Es geht um den Arbeitsplatz, den wir hier in der Region haben, und die Wertschöpfung, das Geld, das hier bleibt, wenn solche Dinge investiert werden. Und letztlich geht es um den Klimaschutz. Wir wissen alle, was über uns in den letzten Jahren an Naturkatastrophen hereingebrochen ist und sind. Das sind also Auswirkungen falscher Energiepolitik im Besonderen, auch falscher Mobilität zum Teil. Und das sind Antworten gegen diese falschen Wege. Ich bin sehr glücklich, dass wir heute dieses große Projekt eröffnen haben können. Federführend in der Umsetzung des Heizhauses war die Firma Bioenergie Heinz Durk. Die Idee kommt eigentlich von uns selbst. Das heißt, wir haben gesagt, es gehört irgendwie daher ein Heizhaus, das eben die nachhaltig wirkt und eben die Rohstoffe von hier verwendet. Und wir sind an den Herrn Bürgermeister herangetreten und haben ihm dieses Heizwerk vorgeschlagen. Es ist schon dimensionell sehr groß. Es war für uns eine hervorragende Pionierarbeit, das durchzuführen. Es hat ja Jahre gedauert, aber es ist mit Erfolg zum Abschluss gekommen. Mit einem riesengroßen Erfolg, und man sieht, wie hier, dass es ein wunderschönes Projekt geworden ist. Ein Heizhaus für Mooskirchen. Der Beginn einer nachhaltigen Gemeindeentwicklung.